Hallo und schönen guten Abend aus dem TV Vital in Erlangen. Ich bin die Susi. Wir machen heute eine Langhantelstunde, eine ganz klassische. Wir brauchen dazu eine Langhantel mit Gewichten. ein Stepbrett. Bitte heute ganz nach oben gestellt. Und für später für Bauch noch eine Matte. Und vielleicht habt ihr auch ein paar freie Gewichte, die wir auch zwischendurch mal nutzen müssen. Dann müsst ihr die nicht abbauen von der Stange. Aber ich gebe euch natürlich auch dafür die Zeit. Ja, ich hoffe, ihr habt Lust und Power und ein bisschen Kraft, um euch zu stärken in diesem gerade so kalten Winter. Ich freue mich drauf. Wir legen los und machen natürlich erstmal einen Warm-up. Marschier auf rechts. Side to side. Nimm die Schulter mit. Beide Schultern. Halber Arm zieht. Und nimm beide. Und dann nimm den langen Arm, Singer. Beide. Single Leg Curl. Zieh die Arme kräftig nach hinten. Lass die Schulter tief. Bleib im Curl, schieb die Arme höher. Noch acht. Noch vier. Double Curl, Bizeps. Ein Arm schieb. Mach dich groß. Beide Arme nach oben. Ganz lang. Noch vier Stück. Double Knee, Arme zur Seite. Step Touch. Butterfly. Schultern tief. Bleib im Step Touch, schieb die Arme nach vorne. Sehr gut. Side to side. Rotiere auch ein bisschen im Oberkörper. Arme an die Seite. Bleib in der Rotation. Noch vier Stück. Öffne die Beine, komm tiefer. Und dann nimm immer nur den linken Arm. Tief und hoch. Dann bleib in der Mitte, komm mal nach unten, roll dich auf. Nochmal. Letzter. Side to side. Nach links.
Arme ein bisschen anders. Dreh dich. Und dann komm tiefer. Beine weiter auseinander. Nimm nur den rechten. Noch vier. Noch zwei Stück. Bleib in der Mitte. Rund. Noch vier Stück. Zweimal. Super, komm nach oben, atme ein und aus. Einer noch und wir legen los. Mit den Beinen schnapp dir die Langhantelstange, nimm sie auf deinen Schultergürtel, komm in die Knie beim Anheben des Gewichts. Du öffnest weiter, komm in den White Squat. Yep. Auf vier Zeit, komm nach unten. Und hoch. Nochmal. Schön tief. Noch eine Runde. Und dann schließt du ganz schmal auf zwei. Komm nach unten. Und hoch. Hüftschmaler Stand. Säß gerade nach hinten. Viermal auf zwei. Oh. Letztes Mal, danach öffnest du die Beine wieder weit. Vier Zeit wieder tief. Und nach oben. Denk immer an deinen langen Rücken. Den festen Rumpf. Und hoch. Nochmal. Super, und dann schließt du wieder zwei Zeiten. Noch viermal. Und noch zwei Stück. Und dann öffnest du wieder auf vier. Komm nach unten. Tief runter. Und hoch. Nur noch einmal. Schließe auf zwei. Tief. Und hoch. Yep. Öffne die Beine. Drei Zeiten, komm nach unten. Drei, zwei, eins. Schnell hoch. Enger Stand.
denk immer noch an die zurückgezogene Schulter. Brustbein anheben. Mach noch drei Stück. Einer. Öffne. Eins tief, drei hoch. Tief. Drei. Zwei. Runter und langsam nach oben. Dreimal so noch. Einer noch. Und dann schließt du wieder. Singers. Weitermachen, dabei bleiben. Drei Stück, drei, zwei, öffne, tief und halten, tief, halten, eins hoch, tief, halten, eins hoch, tief, und hoch, halten, und hoch, tief, halten, und hoch, tief. Schließe. Crunches. Pop, pop, pop. Weiter, weiter. Noch vier, drei, zwei, eins, öffne, weite Singers, komm nach unten. Große Bewegung. Zwei, einer. Letztes Mal eng. Crunch it up. Crunch. Vier, drei. Nur halten. Halten. Lange Rücken. Brustbein anheben. Crunch. Nur halten. Tiefer. Langsam hoch. Runter mit der Stange, aber nicht absetzen. Beine lockern. Schulterbreiter Stand. Vier Seiten. Deadlift. Komm tief. Lange Rücken. Stange nah an den Beinen entlang. Und hoch. Zwei Zeiten tief, zwei kleine Singers. Singer, nicht ganz nach oben, zwei ganz hoch. Nochmal, tief, untere Hälfte und hoch. Noch. Ein letzter. Yep. Zwei tief und halten. Tief, tief. Halten, halten. Vier, drei. Langsam hoch. Tief, tief. Schultern zurück. Noch vier, drei. Hoch. Tief, tief. Halten. Noch vier, drei. Letzter. Halte. Noch vier. Drei Zeiten kommen. Tief, tief,
tief und streck dich. Tief, tief, tief und streck dich. Hoch. Yes. Zweimal noch. Und der letzte. Sehr gut. Locker dich mal. Behalte immer noch die Stange. Behalte sie auch schwer. Öffne die Arme ein bisschen. Clean and press und oben halten. Achtung. Schau mal. Halte. Halte. Noch vier, drei und tief. Halte. Noch vier, drei, tief. One more. Halte, halte. Noch vier, drei. Nochmal. Hopp. Hopp. Vier, drei. One more. Noch vier, drei. Nochmal. Noch vier, drei. Deadlift. Kurze Pause. Kurze Pause. Hoch. Behalte den weiten Griff. Wir machen nochmal eine Runde Clean and Press and Hold. Noch vier, drei. Nochmal. Hoch. Halten, halten. Vier, drei. Letzte Runde. Noch vier, drei. Nochmal. Hoch. Hoch. Noch vier, drei. Deadlift. Vier Zeiten. Komm hoch. Schultern zurück. Mach dich groß. Einmal noch. Und dann darfst du mal kurz die Stange ablegen. An die Seite. Sehr gut. Locker mal deine Hände ausschütteln. Du musst es jetzt lange halten. Eine kleine Einheit, ganz ohne Gewicht. Schau mal. Push. Und wechsel. Push. Und wechsel. Push. Und wechsel. Etwas schneller. Nochmal langsam. Push. Push. Etwas schneller. Nochmal halbe Zeit. Vier, drei, zwei noch. Schnelle Runde. Acht. Vier. Super gut. Jetzt. Du brauchst deine Matte. Die legst du aufs Stepbrett. Du brauchst deine Gewichtsstange für Brustpresse. Und dann brauchen wir zwischendurch unseren eigenen Oberkörper.
mit der gesamten geballten Kraft für Liegestütz im Wechsel. Also bau dir die Gewichtsstange so, wie du sie möchtest, für Bankdrücken. Seid ihr soweit? Auf den Schoß. Roll dich zurück. Lass die Füße gerne unten, dann achte auf Rumpfspannung. Und greif ein bisschen weiter, schulterbreit an die Stange. Drück die Arme nach oben. Zieh die Schulter tief. Lass die Schulterblätter auf dem Stepbrett, auf der Matte. Und komm langsam auf 4 nach unten. Und komm hoch. Tief. Und hoch. Yep. Und rauf. Nochmal. Sehr gut. Nach oben. Halte. Schwing dich hoch. Leg die Stange ab. Hände aufs Stepbrett. Gerne darfst du die Matte nach unten ziehen, wenn du auf die Knie möchtest. So wie ich. 4 Zeiten Liegestütz. 4. Schön tief und hoch. Langer, stabiler Rücken. Tief. Und hoch. Nochmal. Und hoch. Yep. Lass dir Zeit. Nimm einen weiten Weg. Noch eine Runde. Und hoch. Einmal noch. Danach geht's wieder aufs Brett. Matte nach oben, wenn sie unten war. Setz dich, nimm die Langhantelstange. Roll dich ab. Gleiche Griffposition wie vorhin. Und jetzt komm auf 2 Seiten. Tief. Und rauf. Tief. Und rauf. Ja, ein bisschen schneller als vorhin. Schön tief ziehen. Achte auf die Ellenbogen, die bleiben unter Schulterhöhe. Die Schulter bleibt tief, die Nackenseiten lang, der hintere Nacken bleibt lang. Und noch eine Runde, 4-mal so. Zwei noch. Und ihr wisst, was danach kommt. Nach oben. Ablegen. Eventuell Matte wieder runter. Hände aufs Brett. 3 Runden, 2 Zeiten Liegestütz. Tief. Und hoch. Und dann beginnt schon die dritte Runde. Zwei Stück sind's noch. Einer noch. Alles gut? Matte wieder nach oben. Wir sind noch nicht ganz fertig. Stange nehmen. Abrollen. Gleiche Griffposition. Droppen half. 1 tief, halb hoch. Ganz hoch. Tief, halb. Und ganz. Tief, halb.
Runde 2. Push. Yeah, mit Power. Come on. Letzte Runde. Weiter. Nach oben. Ja oder ja? Naja. Tief, halb und ganz. Tief, halb und ganz. Yes! Woo! Runde 2! Und die letzte. Nur noch 2 Stück kämpfen, Leute. Ihr schafft das. Einmal noch mal nach oben, bitte. Letzte Runde mit der Stange. Singers. Ich muss kämpfen, glaubt mir das? Noch 8 Stück. 8, 7. Viermal mehr. Super. Kommt noch einmal hoch. In die Liegestützposition. Singles, komm nach unten. Tief. Leute, es sind nur noch 16 Stück. Ist das viel oder geht das? Komm tief und hoch. Die letzten 8, 7, 6, 5, 4, 3 und den letzten nach unten und nach oben. Oh. Locker die Schulter. Lass die Arme auspendeln. Atme durch. Klopf dir auf die Schulter, das war gut. Matte weg. Du brauchst wieder die Stange mit schwerem Gewicht. Wir machen hinter dem Brett einen Einbeinsquat. Stange hier. Und wir starten von unten und drücken uns nach oben. Linker Fuß ist nur locker aufgetippt. Bevor wir zur zweiten Seite wechseln, brauchst du 2 einzelne Gewichte. Also Scheiben, Hanteln, Wasserflaschen, was du vielleicht da hast. Oder du baust schnell von deinem Gewicht, von deiner Gewichtsstange ab, weil wir den Oberkörper bearbeiten. Aber jetzt reden wir nicht mehr lang rum. Jetzt fangen wir an. Nach oben auf den Schultergürtel. Rechtes Bein steht. Links tippt nach vorne auf. Okay. Die rechte Fußspitze ist nicht zu weit vom Step weg. Komm nach unten. Und komm auf 2 mit rechts nach oben.
und tief. Dein Gesäß schiebst du schön nach hinten weg. Und gehst so tief ins rechte Bein, wie du es schaffst, nach unten zu gehen. Komm hoch. Etwas langsamer nach oben, auf 3, 2, 1. Noch 4 Stück hier. Untere Hälfte, untere Hälfte. Dein Bein muss sich nicht ganz strecken, okay? Einer und jetzt ganz hoch. Groß. Große Bewegung. Noch 4. Noch 3. Zweimal. Komm tief, beginne von Anfang auf 2 Zeiten. Drei hoch. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Nochmal. Untere Hälfte des Singers. Noch 2 Stück. Komm hoch. Komm hoch. Rauf. Super. 2 Zeiten. Komm nochmal nach oben. Hoch. Tief. Einer noch. Hoch. Tief. Auf 3, 2, 1. Große Singers. 2 Stück. Und bleib oben. Einmal absetzen. Locker dein rechtes Bein. Nimm deine Gewichte. Nochmal die Schulter entspannen. Du stehst schulterbreit. Du kommst ein bisschen in die Knie und kommst nach vorne. Ja, halte eine Vorlage mit langer Wirbelsäule. Wir rudern. Zieh rück. Schultergelenk fixiert halten. Achtung, rudern und Kickback. Row, Kick. Und wieder tief. Row, Kick. Streck den Unterarm durch. Dann bleibst du hier an der Hüfte mit den Händen. Nur Kickback. Nur Kick. Kick. Der Unterarm wird nach hinten oben gestreckt. Kick. Schneller. Punch. Kick. Kick. Schulter tief halten, ihr wisst Bescheid. Auch in der Oberkörpervorlage. Brustbein anheben. 4, 3, 2 und lösen. Einmal ablegen. Locker deine Arme, die Schulter. Einmal ausschütteln, aushängen lassen. Und dann wieder die Stange auf den Schultergürtel. Immer in die Knie gehen beim Gewicht anheben. Links steht, rechts tippt. Komm nach unten und starte auf 2. Tief. Drück dich hoch.
Mach noch zwei hier. Drei hoch. Drei, zwei, eins. Und schön tief nach unten. Linkes beides dran. Super. Und dann kommen die Singles untere Hälfte. Untere Hälfte. Up. Nicht ganz strecken. Drück dich hoch. Gut. Ganzer Weg. Und die letzten zwei Stück. Wieder zwei Zeiten groß. Hoch. Und tief. Alles gut bei euch? Einer nur noch. Drei nach oben. Come on. Hoch. Letzter. Ah, viermal Singles, untere Hälfte. Ganz hoch. Vier. Drei. Zwei. Und nochmal auf zwei Seiten kommen. Hoch. Tief. Einer noch. Einmal auf drei. Zwei große Singles. Und der letzte darf bleiben. Yeah. Ablegen. Locker Arme, Schultergürtel, schnappt in deine freien Gewichte. Wir machen jetzt eine kleine Schulterserie. Wenn es dir zu schwer wird mit den Gewichten, die du gerade hast, die Arme allein reichen auch. Zieh die Ellenbogen zur Seite. Oberkörper vorladen. Yep. Alles klar? Gut. Drei Stück noch. Noch einer. Richte dich auf, Winkel an. Aufklappen. Sieben Stück. Drei, zwei, einer. Halte. Oh, Butterfly. Schließe. Ganz wichtig jetzt, die Schulter bleibt hinten. Du bleibst lang in der Brustwirbelsäule. Du bist aufrecht. Sei stolz für das, was du schaffst. Und ihr schafft viel. Drei, zwei, einer. Bleib hier. Letzte Übung, nach oben. Press. Super, weiter. Sieben Stück habt ihr hier. Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, noch einer. Und langsam senken. Yeah, ablegen. Locker. Sehr, sehr gut. Wir machen wieder eine kleine Kombi mit der Gewichtsstange für Oberkörper und auch für die Beine. Ihr dürft gerne schwer auflegen,
denn es geht ums Rudern. Wir gehen alle Weiten und alle Griffmöglichkeiten durch. Dazwischen machen wir schulterbreite Squats mit der Stange auf dem Schultergürtel. Griff von oben, nah am Körper vorbei. Griff von unten, ein bisschen mehr senken. Nah am Körper vorbei, die Ellenbogen wandern mehr noch nach oben. Weiter oben, weiter Griff von oben. Ranziehen Richtung untere Rippe. Umgedreht, weit, tiefer. Richtung zweite, dritte Rippe sogar. Hier richtig hoch. Dazwischen immer die Squats. Ja oder ja? Woo! Wir beginnen mit den Beinen. Setz die Stange auf den Schultergürtel wieder. Schulterbreiter Stand. Wir starten auf zwei Seiten. Tief und hoch. Tief. Hoch. Weit nach unten. Super. Weiter geht's. Und dann abnehmen die Stange. Bleib im Obergriff. Und du kommst nach unten, ein bisschen nach vorne. Du ziehst die Stange nah an den Beinen zu dir. Zieh. Zieh. Dreimal Crunch. Zieh, zieh. Nochmal. Singers. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Dreimal Crunch. Drei, zwei. Zwei Stück noch. Einer. Und roll dich mal auf. Nimm die Stange auf den Schultergürtel. Komm wieder in den schulterbreiten Squat. Drei Runden Singers. Komm, tief, tief. Runde zwei. Große Bewegung. Runde drei. Vier. Drei. Zwei. Sehr gut. Abnehmen. Wir greifen um. Du bleibst immer noch schulterbreit im Griff, aber du greifst von unten. Komm ein Stück weiter nach vorne. Und zieh. Du ziehst jetzt etwa bis zum Nabel. Das ist ein kleines Stück höher als im ersten Durchlauf. Crunch. Sieben. Drei. Zwei. Nach vorne. Aber auch die Arme nah am Körper vorbei. Drei. Zwei. Singers. Zieh.
Vier Stück. Vier. Drei. Schultern zurück. Crunch. Sieben. Push. Hup. Hup. Drei. Zwei. One more. Hup. Drei. Zwei. Super. Richte dich auf. Greif um. Kurz lockern. Auf den Schultergürtel, schulterbreiter Squat, drei Crunches nach unten. Pump, pump, pump. Runde zwei. Und der letzte. Komm nach oben. Du greifst etwas breiter. Von oben. Und zieh zur unteren Rippe. Singers. Hoch und langsam senken. Hoch, langsam. Hoch, langsam. Ja, kurz halten und langsam senken. Halten. Singers. Stück. Und nochmal. Hoch, hoch, langsam. Hoch, langsam. Hup. Letzter. Yes. Aufrollen. Noch einmal auf den Schultergürtel. Wie geht's? Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß. Schulter breit, drop and half, geh tief und halb, tief, halb und ganz hoch, tief, halb. Triple drop and half, dreimal nur halb. Ganz hoch, noch einmal. Eins, zwei, drei. Und wieder die Singles davon. Single drop and half. Tief. Hoch. Zwei Stück. Und der letzte. Eine Griffvariante haben wir noch. Von unten weiter gegriffen. Oberkörper weiter nach vorne. Zweite, dritte Rippe, Singers. Ellenbogen ziehst du leicht nach oben sogar. Vier, drei, zwei, nur Crunches. Nah am Brustkorb bleiben. Sieben, sechs, drei. Zwei, senke, Singers, acht Stück. Bleib schön in der Oberkörpervorlage. Und crunch. Bleib dabei. Gleich habt ihr es geschafft. Dann kommt nur noch ein bisschen Bauch. Die letzten vier. Ablegen, aufrollen.
locker. Ausschütteln. Super gut. Wir lockern ein bisschen unsere Hände und die Handgelenke. Greif mal ineinander und schieb die Handfläche nach unten. Schultert schön zurück. Löse. Lass mal deine Arme ganz locker an der Seite. Sehr, sehr gut. Das Gewicht dürft ihr auf die Seite legen. Ihr braucht Matte. Erstmal auf dem Boden. Wir brauchen dann aber noch das Stepbrett. Erstmal die Matte auf den Boden. Bisschen schieben. Gut, ihr setzt euch. Alles klar. Zieh die Beine nach oben. Oh, mein Mikro retten. Und schau mal, du schiebst die Beine zu einer Seite und zur anderen. Eine, andere. Ja, so ein bisschen rüber. Rüber. Und jetzt nehmen wir die Arme mit, sonst ist es langweilig. Größere Bewegung im Oberkörper dazu. Nach hinten, nach vorne. Und das machst du ein bisschen schneller. Zack, zack. Push, push. Woo. 8, 7, 6, 5, 4. Aufrichten, atmen, absetzen, locker lassen. Dann steh auf, schmeiß die Matte auf dein Brett, wenn du das möchtest. Und setz dich. Leg dich auf den Rücken, leg den Kopf ab und nimm die Beine nach oben. Die Hände nimmst du nach unten, irgendwo an eine Stepkante, die du findest und greifen kannst und dich festhalten kannst. Senke ein Bein, Schere, Schere, wechsel. Drück den unteren Rücken Richtung Stepbrett. Schön groß öffnen. Lange Beine halten. Ein bisschen schneller. Wechsel, wechsel. Bauch ist immer noch fest. Ist klar. Noch 8, 7, 4. Und ein bisschen schneller, nicht mehr so groß. Ja, bleib kleiner in der Bewegung. Schnellerer Wechsel. Wenn du magst, senk die Beine ein bisschen. Noch 4. Und mal lösen. Stell mal ab. Entspann dich kurz. Zieh mal die Arme lang zur Seite. Wir sind noch nicht fertig.
Hebt den Oberkörper, nimmt die Hände nach unten, hoch und tief. Hoch und tief. Im Wechsel Knie mit ran. Rotation zum Knie. Ellenbogen bleiben an der Seite. Noch vier Stück. Jetzt stell immer mehr die Fußspitzen nur auf. Bleib gerade, Beine etwas schneller. Direkt im Wechsel. Oberkörper schön hochziehen. Tipp, tipp. Atme, Ellenbogen zur Seite, Schultern tief. Rotation. Für den Endspurt, lange Beine, strecke, strecke, nach vorne, streck die Fußspitze auch. Ja, bleib hier, kleiner Crunch gerade, Beine Stufenlage, Knie bei der Hüfte, gerade Crunch. Eine Mini-Übung habe ich dann noch für euch, wieder auf dem Boden. Halte kurz, schnapp dir die Beine, schwing dich hoch, beweg dich kurz, zieh die Matte wieder auf den Boden, Stepbrett auf die Seite. Gut, setz dich. Komm zurück, lass den Kopf, den Schultergürtel weg von der Matte. Streck die Beine nach vorne, diagonal. Nimm die Arme nach hinten, leg die Hände ineinander. Und jetzt beginnst du ein bisschen hin und her zu wippen. Wippe. Versuche etwa die Position der Beine und der Arme zu halten. Wipp, hin und her. Hoch und rück. Hier. Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zweimal. Beine oben, kleine Crunch mit den Fingern hoch. Gleich seid ihr fertig. Die letzten vier Stück. Und dann darfst du dich langsam senken. Füße abstellen und die Arme nach hinten strecken, Beine lang. Super gut. Atme in deine Bauchdecke tief ein und aus. Vielleicht spürst du ein bisschen, dass du gearbeitet hast, aber vielleicht spürst du es auch richtig knackig. Das wäre natürlich super. Hui. Okay, stell die Füße auf. Beweg deine Beine mit der Hüfte hin und her. Mit den Beinen, mit den Knien auf einer Seite. Die Arme ziehst du hier über dem Kopf zur anderen Seite. Langsam zurück, Schritt für Schritt. Bleib kurz auf dem Rücken liegen. Locker deine Beine aus, ausschütteln. Und dann wechseln. Zieh die Arme zur anderen Seite.
komm wieder zurück. Zieh deine Beine ran, umarme dich selbst. Mach dich klein. Halte deine Beine fest, schwing dich nach oben. Streck die Beine aus, wander nach vorne, zieh dich tief. Komm hier nach oben, mach dich groß. Bring die Arme zur Seite. Zieh den Daumen nach hinten. Nimm den rechten Arm ans linke Bein und rotiere zur linken Seite. Komm zurück zur anderen Seite. Komm zur Mitte. Stell deine Füße auf, etwas geöffnet. Setz eine Hand auf und zieh dich zur Seite über den Kopf. Und zur anderen Seite auch. Zieh lang. Mach dich mal rund nach vorne. Zieh die Arme lang. Mach dich wieder groß. Hier nach oben. Streck dich. Ein großer Kreis über hinten. Tief. Stütz dich auf. Beweg den Rücken, den Oberkörper. Zieh deine Füße ran. Schubst dich nach oben. Und roll dich hoch. Stell dich auf festen Boden. Locker deine Beine, atme ein. Zieh mal das rechte Bein nach hinten auf den Fußballen, Hüfte nach vorne und dann kommst du tiefer, schieb die Hüfte gut vor. Lösen. Komm mal tief, roll dich hoch. Mit links zurück. Hüfte nach vorne und dann tiefer gehen. Lass die Hüfte vorne. Komm vor, roll dich hoch. Schließ die Beine, locker nochmal deine Arme, deine Schultern. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Nächste Woche, Mittwoch, 18 Uhr, kommt die liebe Katrin und die macht ein Fit- und Figurtraining. Du brauchst keine Materialien. Außer eventuell nur dein Handtuch, eine Matte, ja, aber sonst nichts Besonderes. Seid dabei, macht Sport mit der Katrin, die freut sich auch schon ganz arg. Ich habe mich gefreut, dass ihr dabei wart und ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Abend und eine gute Zeit. Bleibt gesund. Eure Susi aus dem TV Vital in Erlangen.